So, Alpencross, die zweite Etappe steht an. Da steht Abby schon bereit. Gell? Prima. Da ist alles gerichtet. Jetzt werde ich mir noch schnell das Komoot-Pfeil laden. Und dann geht es für mich von Landeck mal mindestens bis Nauders. Bleibt dabei, dann seht ihr mehr. Tschüss! Es geht los. Tschüss! Hey. Ciao! Danke! So, es geht los. Verlasse ich jetzt gerade den Campingplatz. Müssen wir uns erstmal ein bisschen einfahren. Jetzt geradeaus auf die Straße 171. An dieser Kreuzung leicht rechts auf Malser Straße. So, wir durchfahren das wunderschöne Fleckchen Landeck. Landeck hat eine wunderschöne Passage oder wie sagt man da, ein kleines Einkaufssträßchen. Das ist richtig nett zum Durchfahren. So, da seht ihr schon wieder die Schilder. Via Claudia. Also die Tour, die ist bestens beschildert. Da gibt es also gar nichts, die ist echt top beschildert. So, und jetzt fahren wir entlang vom Fluss, von Inn. Dem folgen wir jetzt flussaufwärts die ganze Zeit. Das ist wunderschön zum Fahren. Es geht so ganz, ganz leicht nach oben. Ja, mit so über 2-3%. Wir müssen ja heute so 1000 Höhenmeter überwinden. Wobei, ich muss den Akku ein bisschen haushalten, weil die Tour, da kommt der Pass erst am Ende. Und da habe ich die restlichen, ich glaube 400 Höhenmeter sind es, ganz zum Schluss der Tour. Deshalb gehe ich es auch ganz gemütlich an. Und ich habe heute beschlossen, spätestens alle 10 Kilometer mal eine kleine Pause zu machen. Ja, die Tour, die geht wunderschön. Auf Fahrradwegen weg von der Lendstraße, durch Wälder. Es geht immer bergauf, bergab. Das ist sehr kupiertes Gelände. Und geht laufend immer hoch. Und dann kommt wieder so die Abfahrt wie jetzt. Bei bester Möglichkeit links halten. Servus! Folge dem Weg 500 Meter. Folge dem Weg 750 Meter. Natürlich nicht schön jetzt das an der Straße. Folge dem Weg 2 Kilometer. Vor allem frage ich mich, wie wir das machen, wenn da Gegenverkehr kommt. Wir sind zwar durch die Straße, durch eine Betonmauer geschützt, aber wenn Gegenverkehr kommt, ist der Radweg definitiv zu schmal mit dem Hänger. So, jetzt wechseln wir wieder die Innenseite.
so geht es immer links und rechts vom Inn hin und her. Das war jetzt Gott sei Dank kein großes Stück an der Straße. Aber das war nicht schön. Und vor allem, wenn da Gegenverkehr gekommen wäre, da hätte man gar keine Chance gehabt, auszuweichen auf dem Radweg. Das war so eng, das kann man sich gar nicht vorstellen. Bei nächster Möglichkeit links. So, jetzt sind wir am Innenstauwerk angekommen. Jetzt links auf Wehranlage Runserau. Jetzt müssen wir über die Anlage einmal drüber fahren. Hier wird der Inn aufgestaut und das Wasser geht in einem Druckstollen unterm Berg durch, wird also ausgeleitet. Bei nächster Möglichkeit rechts. Geht durch den Berg durch. Jetzt rechts und kommt auf der anderen Seite vom Berg in Imst wieder raus und da wird dann Strom draus gewonnen. Aber das weiß ich auch bloß aus Wikipedia. Ja, man kommt sich ein bisschen vor wie im Gefängnis. Folge dem Weg 1,2 Kilometer. Radweg aber so richtig schön. Die Bundesstraße verläuft weit oberhalb von uns. Die ist hier nicht mal hörbar. Nur das Rauschen vom Fluss hört man. So, und wenn wir jetzt an eine schöne Stelle kommen, weil jetzt haben wir gleich 11 Kilometer gefahren und dann machen wir mal eine Pause. So, Pause haben wir immer noch keine gemacht, aber dafür wechseln wir jetzt mal wieder die Innenseite. Ja, also landschaftlich natürlich einmalig. Ich denke, hier haben wir eine gute Stelle, wo wir eine kleine Rast machen können. Da bleibt man jetzt. Ja, das ist wunderschön jetzt hier. Man sieht überall Boden auf den Hügeln, oder was heißt überall, da oben eine. Und ja, jetzt macht das Tal gerade auf. Folge dem Weg 1,4 Kilometer. In 150 Metern so, an der Kreuzung geradeaus auf Kontlatzstraße. Durch das Ortchen Brutz hindurch. Ah, das ist einfach mega schön, das Bergpanorama. Ich liebe das. Wechseln wir mal wieder die Innenseite, weil der hat richtig viel Wasser, da ist ordentliche Strömung. Ich habe einen Inn mit so viel Wasser noch niemals gesehen wie bisher. Folge dem Weg 600 Meter. Rechts auf Radfernweg.
Ja, was mega cool ist, hier gibt es überall die Bike-Ladestationen. Nur ich habe meinen Stecker nicht dabei. Und ich hätte jetzt hier gern meinen Akku geladen an dieser Ladestation. Das wäre auch möglich gewesen. Der hat alle Fabrikate an Stecker und hat aber vom alten Modell von diesem Rad, weil das war wohl bei Yamaha früher anders, und da hat er nicht einen passenden Stecker. Und ja, jetzt haben wir gestern das Rad geputzt, aber seht mal, wie es schon wieder aussieht. Das ist wieder nicht zu fassen. Habe ich gedacht, heute scheint die Sonne, mache ich Schutzbleche weg. Ha, Pfiffkäse. Und schon wieder darf ich heute Abend Bike putzen, wenn ich Lust habe. Jetzt müssen wir erst schauen, bis wir nach Nauders kommen, weil ich kann jetzt hier nicht zwischenladen. Auf das habe ich mich eigentlich ein bisschen verlassen. Aber jetzt ist halt so, er hat einen passenden Stecker nicht gefunden und dann ist jetzt halt so. Das kriegt man trotzdem hin. Jetzt fahren wir schön sparsam, fahren wir alles auf Eco und dann habe ich noch so viel Saft, dass ich nachher auf den Berg hoch einen Turbo reinschieben kann. Beziehungsweise auf ganz high, weil nachher die Serpentinen hoch, das ist mit dem Hund habe ich, da kann ich auch den Hund nicht rauslassen, weil das ist eine normale Passstraße von der Schweiz nach Nauders hoch. Und das ist einfach das Problem, da kann ich die Abi nicht rauslassen und da muss ich sie mit hochtreten. Und das ist wahrscheinlich das, was happig ist. Wir werden sehen. Ja, es ist wunderschön hier durch die Ortschaften durch. Ab und zu kommt ein Rennradfahrer. Gegen die hast du natürlich keine Chance mit dem E-Bike. Und dazu hin mit dem Hundeanhänger gleich zweimal nicht. Aber ich bin recht zufrieden. Kommt gut voran. Das passt richtig gut. So, wir stehen hier vor dem meist fotografierten Objekt von, glaube ich, dieser Tour. Jetzt gibt es die Tour von uns auch noch mal. Das ist, ja, freuen wir uns, dass wir es so weit geschafft haben. Sind doch einige noch unterwegs. Jetzt so ein, ja, fast Sommerende, kann man sagen. Aber es ist nicht schön. Und Abby genießt es auch, sie ist zufrieden, sie darf ab und zu raus ein bisschen rennen, da wo es geht. Und da freut sie sich. Das passt. Ja, es ist einfach wunderschön, durch die Ortschaften zu fahren. Es ist einfach herrlich. Also der Weg ist bis auf das eine Stück kurz an der Straße wirklich top. Sind so lauter kleine Ortschaften am Wegesrand. Und es ist, wie ihr seht, ein wahres Auf und Ab. Wechseln mal wieder die Innenseite. Ah, der Vorteil ist immer noch beim Rennradfahrer, also jetzt bergauf kommt er mir auch nicht aus. Da habe ich jetzt schon 10 Kilometer im gleichen Abstand vor mir. So, wir stehen jetzt hier kurz vor Punz. Punz ist da hinten im Hintergrund. Ich mache jetzt noch eine kleine Pause, weil jetzt steht ja langsam der Anstieg. Bevor, jetzt fahren wir noch nach Altfinstermünz. In Punz treffe ich noch schnell auf den Dirk, auf meinen Chauffeur, der wo das Volvo fährt. Und da trinken wir zusammen einen Kaffee und dann geht es für mich auch auf das letzte Drittel der Tour, den Pass hoch. Ich freue mich schon drauf. Aber jetzt gibt es erstmal hier eine gechillte Pause. So, wir erreichen Punz. Die Ortschaften, die sind alle richtig klasse zum Durchfahren. Das ist schon einmalig hier. So, das ist hier super nett. Wir sind in einem Café und hier durfte ich gleich mein Bike laden. Dann laden wir schnell einmal zwischen. Dann ist nachher der Reschenpass kein so ein Riesenproblem. Dann kriegt man das auch hin.
weil zweiter Akku ist enorm Gewicht, wo ich mitnehmen muss, aber das kriegt man so hin. So, jetzt haben wir mal eine kleine Pause gemacht und jetzt gönne ich mir mal so einen schönen Apfelstrudel und ein Cappuccino. Oh, das sieht sehr gut aus. Das genießen wir jetzt und dann geht es zum nächsten Teil des E-Bike lädt gerade. Da haben wir eine kleine Pause. Lasse ich jetzt mal eine Stunde dranhängen. Dann haben wir ein paar Striche, dann schaffen wir das wohl noch. So, jetzt geht's weiter. Als nächste Station kommt Altfinstermünz. Da machen wir noch mal eine kleine Pause. Und dann geht's kurz danach in die Schweiz für ein paar Meter und dann hoch auf den Reschenpass zur Norbertshöhe. Ah, das ist richtig schön. Temperaturen spielen echt mit. Und meine Kraft noch ein bisschen einteilen, weil ich ja einen Pass hoch muss. Aber ich denke, das schaffen wir. So, jetzt sind wir dann an der Kajakransbrücke. Bei nächster Möglichkeit links. Das ist ein richtig schöner Campingplatz. Der hat auch einen schönen See. Das seht ihr jetzt gleich, wenn ich da runterfahre. Da denke ich mal. Jetzt links. So, jetzt würde ich extra ein bisschen aus. So, hier ist der Campingplatz mit dem See. Das ist so ein Badesee. Und hier geht für uns die Tour weiter. So, ich denke, jetzt lasse ich dann gleich die Abby ein bisschen raus, dass die ein bisschen rennen kann. Darf die Abby ein bisschen springen. Folge dem Weg 1,5 Kilometer. Jetzt fahren wir dann unter der Kajatransbrücke hindurch. Und so hat die Abby noch ein bisschen schnuffeln. Schöner Weg, da kann sie richtig schön rennen, die Abby. Und jetzt ist das nächste, was kommt, ist Altfinstermünz. Danke.
Boah, die Wege sind wirklich wunderschön. Also das ist absolut herrlich, hier entlang des Inns zu fahren. Das sieht mal mega gut aus. Das zeige ich euch gleich. Wahnsinn. Das ist doch mal was. Also ich finde es mega geil hier, diese Schiff. Die ist atemberaubend schön. Und da oben sieht man den Reschenpass, also die Straße vom Reschenpass zur Bundesstraße. Wir fahren noch ein Stück weiter in die Schweiz, nach Martina und fahren von dort aus hoch. Zum Reschenpass. Boah, das ist mega beeindruckend. Ja, da oben seht ihr wieder die Tunneloberung vom Reschenpass. Wir fahren dieses Tal weiter nach hinten bis nach Martina. Aber die Anlage, die ist schon einmalig. Ja, ist kaum zu glauben, wir stehen hier in der Schweiz. Das geht immer so stückchenweise, mal ein Stück durch Österreich, wieder in die Schweiz. Dann kommt nachher plötzlich ein Stück, wo schon zu Italien gehört, da unten. Oder war ein Stück, das hat zu Italien gehört. Also wir fahren da gerade durch drei Länder durch. Und jetzt geht es dann für mich weiter die Nobertshöhe hoch. So, jetzt radeln wir durch die Schweiz. Ja, hier sind mehrere Alpencrosser gerade unterwegs. Und hier sieht man schön die Straße, wo den Reschenpass hochgeht. Hier ist auch die Abzweigung, wo es nach Samnaun hochgeht. Da ist alles zollfrei hier. Und wir fahren weiter Richtung Martina. Boah, jetzt verlieren wir wieder an Höhe. Das ist natürlich blöd.
weil da geht es bergab. Trotzdem ist die Landschaft natürlich atemberaubend schön. Bin jetzt mal gespannt, was ich sage, wenn ich dann zur Norbertshöhe rauffahre. Weil das ist genau der Berg, der vor uns ist. Da müssen wir hoch. Und da haben wir nochmal richtig Höhenmeter. Und damit es auch richtig schön wird, haben wir jetzt eine Abfahrt. Damit wir garantiert auch richtig in die Eisen treten müssen. Das ist ein richtig toller Holzduft. Kehre 11. Jetzt muss ich also noch 10 nach oben. Und die Kehre 10. Noch 9 nach oben. So, Kehre 9, noch 8 Stück nach oben. Ja, ich fahre jetzt mit großer Motorstufe, nicht mit ganz groß, aber mit der zweithöchsten, weil der Hundehänger von der Abby, der zieht doch und wir fahren so mit 15 km/h da hoch. Das ist noch einigermaßen machbar. So, da ist ja auch schon die Kehre Nummer 8. Brauchen wir also noch 7. Ja, also auch da muss man jetzt den Hundehänger schon treten. Sehe ich schon die nächste Kehre Nummer 7, noch 6 Stück. Ja, mein Rennradfahrer kommt auch nicht weiter, der ist schon seit Ewigkeiten vor mir. So, jetzt habe ich mal eine kleine Pause gemacht zum was trinken. Ha, da sind wir raufgekommen, da seht ihr die ganzen Straßen zickzack unter mir. Ich denke, ihr sollt mich das sehen. Ja, da sind wir aufgefahren. Vorher da durch das Holzwerk durch. Boah, das ist schon, geht schon ordentlich hoch. Aber das schaffen wir locker. So. Kehre Nummer 6. Logisch. Anders kann ich nicht fahren. Kehre 6, noch 5 Stück.
Ja, Bio ist das natürlich eine andere Nummer. Wahnsinn. Also alle Achtung, Hut ab, brutal. Wahnsinn. Ja, ich glaube, das ist der Hund mit den meisten Höhenmeter. Gleich geschafft. Jetzt links. Boah. Kehre Nummer 3 auch erledigt. Kehre Nummer 2. Jetzt bin ich ehrlich gesagt auch froh, wenn ich oben bin. Nur eine Kehre. Und dann habe ich so. Na, wer sagt's denn? Kehre Nummer 1. So. Und wir haben es geschafft. Wir sind an der Nobershöhe. Wir sind am höchsten Punkt der Tour heute. Und ja. Ich bin stolz, dass ich es gepackt habe. Habe jetzt auch nicht mal lang gebraucht. Also nicht mal eine Stunde für da hoch. Das war echt mega schön. Geradeaus auf Martinsbrucker Straße, W185. Ja, wir sind an der Nobershöhe jetzt angekommen und jetzt haben wir ein kleines Päuschen gemacht, natürlich ein paar Fotos und jetzt geht es für uns auch weiter, wieder runter nach Nauters und dann hoch bis an die italienische Grenze, weil da steht der Dirk mit dem Wohnmobil auf dem Campingplatz. Bis bald! So, und jetzt geht es die Abfahrt runter nach Nauters. Sind wir am Überholen von den Gefährten. Wir sind jetzt hier an den Bergbahnen Nauters. Die Gondel ist in Betrieb. So, unser Navi spielt verrückt, weil ich die Tour nur bis Nauters eingegeben habe. Und jetzt will er mich die ganze Zeit umkehren lassen. Jetzt umkehren. Aber ich war jetzt noch bis zur Grenze nach Italien, weil da steht der Druck mit dem Wohnmobil. Oh, das ist richtig schön hier. Richtig, richtig schön. Jetzt umkehren. Jetzt umkehren. Ja, wir kehren nicht um. Wir fahren weiter, weil unser Ziel haben wir schon vor 5 Kilometer erreicht. Aber das macht nichts. Ich lasse es nur noch laufen wegen Aufzeichnen, damit ich die Tour komplett drauf habe. So, jetzt haben wir auf den letzten Meter noch heftig Gegenwind. Aber das macht nichts. Aber der Gegenwind, das ist wirklich ätzend. Aber jetzt blase ich den Akku voll leer, habe die allerhöchste Stufe drin und blase jetzt da hoch den Akku voll leer. Jetzt sind wir gleich an der italienischen Grenze. Und dann passt es. Und der Dirk, der steht schon rechts von mir. Bloß ich muss den Radweg noch ein Stück weiter fahren. Sonst muss ich hier mit der Ebbe Querfeld ein über die Wiesen fahren. Weil ich sehe schon das Wohnmobil stehen.
So, jetzt fahren wir noch zum Stellplatz. Da ist der Dirk, ich bin nur schnell an die Grenze gefahren. Rechts abbiegen. Seite. Jetzt. Was sagen deine Beine? Das Statement erfolgt leider erst am letzten Tag. Ja, wir sind hier am Alpencamping in Nauders und da bin ich gestern gefahren. Die Tour war ja also übermäßig anstrengend war es jetzt nicht, aber ja. Durch das, dass ich einen Akku zwischengeladen habe, ging es dann gerade, aber der war dann auch, wo ich dann an der italienischen Grenze war, weil ich bin noch ans Italienschild gefahren, da war dann wirklich Ebbe. Aber dann musste ich nur noch 300 Meter zurückrollen oder 400 Meter zurückrollen bis zum Campingplatz, das war dann kein Problem. Aber die Tour ansonsten war total schön, bis auf das kleine Stück, wo es neben der Straße herging. Aber sonst war die Tour wunderschön zu fahren. Weit weg vom Verkehr, das ist gut. Ja, das Einzige ist dann die Passstraße, die fahrt er dann mit den Autos hoch, aber auch das ist alles machbar. Alles in allem war es eine super Tour, waren jetzt gut 60 Kilometer, 1180 Höhenmeter und das ist alles machbar. Wie gesagt, das Problem ist, wenn man einen zweiten Akku mitnimmt, der Akku wiegt auch nochmal 4 Kilo und den habe ich dann im Hänger noch als Zusatzgewicht bei der Abby drinne und das ist dann alles irgendwo, alles besser mit einem Akku. Deshalb vielleicht lieber mal zwischenladen. Also bei mir hat es funktioniert und wie gesagt, ihr habt es ja alles gesehen, Altfinstermünz, das war eigentlich super, die alte Wehranlage. Auch mir hat auch davor schon das Stauwehr, das Innenstauwerk, das hat mir auch ganz gut gefallen. Also muss ich echt sagen, das war eine super Tour. Bis bald. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dabei. Abonnieren nicht vergessen.